Angela Merkel ist vor knapp einer Dreiviertelstunde vor die Presse getreten, hat ja angekündigt, eine Ankündigung zu machen bezüglich Böhmermann. Mhm. Folgendes ist passiert. Vor einigen Wochen hat die Satiresendung Extra 3 einen Song über Erdogan, den Präsidenten der Türkei, gemacht. Das fand er nicht gut. Daraufhin bestellte er sowohl den deutschen Botschafter ein, forderte auch, dass das Ganze offline genommen wird, hat den deutschen Botschafter in der Türkei mehrmals eingeladen. Und das stieß schon auf Kritik, selbstverständlich. So hat Jan Böhmermann in seiner Sendung ZDF Neo Magazin Royal wiederum ein Schmähgedicht gemacht, das aufzeigen sollte, was Satire kann und was sie nicht kann und was sie darf, was sie nicht darf. Dieses Schmähgedicht wurde aus dem Kontext herausgerissen, einzeln betrachtet, und wiederum fühlte sich der türkische Präsident, der in seinem Land sowieso gegen alle Journalisten klagt, die nur ansatzweise irgendwas gegen ihn sagen, und hat gesagt, das muss runtergenommen werden, und hat letztendlich auch eine Zivilklage eingereicht wegen Beleidigung, und zwar Zivilperson Recep Erdogan gegen Zivilperson Jan Böhmermann. Mhm. Wo jetzt gar nicht ganz klar ist, ob Jan Böhmermann als Moderator auch inhaltlich verantwortlich ist für das Neo-Magazin. Und das ganz Interessante ist letztendlich, irgendwann hat sich Angela Merkel eingeschaltet und hat gesagt, sie findet das Gedicht nicht gut, und jetzt musste entschieden werden, wie geht das jetzt eigentlich weiter? Und sie hat im Prinzip den einzig klugen, wirklich den einzig klugen Weg gewählt. Also es war dumm, dass sie was gesagt hat. Definitiv. Das war dumm, das war ein Fehler. Sie hat dadurch Erdogan freie Hand so ein bisschen gelassen, musste allerdings auch irgendwie auf ihn eingehen, weil Deutschland und die EU sind abhängig im Moment von der Türkei, ja, und von der Flüchtlingsfrage. Sie ist darauf eingegangen und hat jetzt folgenden Weg gewählt, meiner Meinung nach den richtigen. Sie hat gesagt, in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit, in Deutschland herrscht auch eine Pressefreiheit und vor allem die Freiheit der Justiz. Sie mischt sich nicht weiter ein. Sie gewährt, dass quasi die Klage stattgegeben wird, der Klage wird stattgegeben. Es kommt zu einem Verfahren gegen Böhmermann, Person Erdogan gegen Böhmermann, und die Justiz in Deutschland wird frei entscheiden auf Grundlage der Gesetze, wie damit zu verfahren ist. Es wird sich keine Politik einmischen, es wird sich keine Merkel einmischen. Und dementsprechend gehen jetzt auch die ganzen Hashtags durch. Ne? Also das eine ist Hashtag Merkel. Mhm. Klar, da geht einiges durch. Es gibt aber auch Schmähgedicht auf Erdogan, das jetzt wieder trendet, weil man jetzt erstmal noch mal genau herausfinden möchte, was ist da eigentlich passiert. Einige kennen ja das Gedicht gar nicht. Genau. Das ist es ja. Deshalb trendet das. Und dann trendet auch der Begriff Gewaltenteilung. Mhm. Das muss ich auch ganz kurz erklären. In Deutschland herrscht Gewaltenteilung, sprich Regierung, Justiz, sind nicht irgendwie, da gibt es keinen, einer steht über den anderen, sondern jeder ist für sich verantwortlich. Die Regierung entwirft Gesetze, die Justiz führt sie durch. Und die Polizei, diese Organe wiederum, sind letztendlich auf der unteren Front dazu, das durchzuführen. Hätte Merkel jetzt gesagt, wir geben dem nicht statt, hätte das bedeutet, dass die Regierung quasi die Legislative sich über die Judikative stellt. Mhm. Und das wäre im Prinzip die Abschaffung der Gewaltenteilung in Deutschland. Das hätte sie nicht machen können. Mhm. Das wäre wider des Grundgesetzes. Und darum herrscht gerade auch, beziehungsweise deshalb ist dieses Wort Gewaltenteilung auch ein Trending Topic. Und was auch noch ganz interessant ist, ganz am Ende, das alles beruft, auch die Klage von Recep Erdogan, dem türkischen Präsidenten, beruft sich auf Paragraph 103 des Bundesgesetzbuches. Dieser unterbindet die Beleidigung, das ist die Königsbeleidigung, ist damit gemeint, von fremden Staatsoberhäuptern. Das kommt aus einer Zeit 1800 irgendwas, da gab es noch einen preußischen König und da wurden andere Könige manchmal gern beleidigt. Das wollte man verhindern, weil das waren Kriegsgründe damals. Das muss man sich vorstellen. 1850, ja, da wäre das türkische Heer auf Deutschland zugestürmt und gesagt, ihr habt euch beleidigt. So. Sofort, natürlich. Deshalb gab es diesen Paragraphen mal. Wir leben im Jahr 2015. Man braucht diesen Paragraphen nicht. Die Bundesregierung hat das jetzt auch festgestellt. Das ist im Prinzip der große Verdienst von Jan Böhmermann. Mhm. Er hat darauf aufmerksam gemacht. Dieser Paragraph wird abgeschafft, weswegen Böhmermann jetzt aber gerade angezeigt wird. Man kann diesen Paragraphen jetzt aber nicht einfach so abschaffen. Man kann nicht, während der Prozess läuft, die Gesetze ändern. Es ist wie wenn du beim Fußball, während das Spiel läuft, sagst, das Spiel läuft übrigens jetzt nur noch 60 Minuten statt 90, weil meine Lieblingsmannschaft führt gerade. Ne? Also das man geht nicht. Kann das dann danach machen, wenn das mit dem Böhmermann durch ist, sozusagen. Genau. Und das wird passieren. Man denkt, das wird jetzt ein Jahr in etwa dauern, weil eigentlich die Lage ist relativ klar. Man muss da jetzt auch nicht so viele Beweise sichern. Und man denkt, das wird ein Jahr in etwa dauern. Das wird erstmal, für Erdogan ist das jetzt erstmal ein gutes Gefühl, weil er kommt zu seinem Prozess, den wird er höchstwahrscheinlich verlieren. Das haben auch schon viele Rechtswissenschaftler gesagt. In Deutschland wird er den verlieren. Merkel ist erstmal raus, weil sie kann jetzt endlich sich wieder um wichtigere Dinge kümmern. Und letztendlich hat sie betont, ja, Deutschland ist Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Justizfreiheit da. Das Einzige, es ist irgendwie ein bisschen ekelhaft, dass man tatsächlich sich damit überhaupt beschäftigen muss. Es ist auch ein bisschen ekelhaft, dass die Regierung da an der Stelle nachgeben muss und letztendlich dem Wunsch Erdogans so ein bisschen gewährt, dass es zum
Prozess kommt. Aber alles andere muss man sich immer wieder verdeutlichen, gegen jede Kritik, die ich da jetzt gerade sehe. Ja. Alles andere wäre wieder des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Das muss man sich immer wieder verdeutlichen. Ja. Und wenn wir sagen, Merkel, das ist jetzt alles scheiße, was sie da macht und die Regierung, sie hätte sonst gegen das Grundgesetz gehandelt. Und ich weiß nicht, was schlimmer wäre. Also man sieht, das ist eine Zwickmühle, in der sie war. Und ich fand, sie hat es elegant gelöst. Ja. Okay, also ihr reagiert auf jeden Fall auch extrem im Chat, nicht nur hier, sondern natürlich auch auf Twitter geht das ab. Pör schreibt, das ist Anfang vom Ende von Recht und Gesetz. Nein, ist es nicht. Kann sich der Grillmagier noch mal ganz kurz einmischen? Ja, doch. Also, doch. Und ganz kurz, Angelo schreibt auch, das ist der Anfang vom Ende von Merkels Kanzlerschaft. Und solche Tweets oder solche Meinungen liest man ja gerade ganz extrem ja, auf Twitter und Facebook. Ja, aber allerdings muss ich sagen, das sind alles Meinungen, die subjektiv sind. Wenn man ganz ehrlich objektiv ist, hier geht es um die Wahrung der Rechtsfreiheit in Deutschland und in dem Sinne hat Merkel alles richtig gemacht. Was hat der Grillmagier zu sagen? Ich sehe dich gar nicht. Wenn sich der Grillmagier noch mal ganz kurz einmischen, also um es kurz zusammenzufassen, der Fehler war es eigentlich, sich überhaupt erstmal einzumischen. Genau. Jetzt hat man sich eingemischt und das, wie es am Ende gelöst wurde, ist eigentlich, kann man letztendlich nichts gegen sagen, aber das Ganze an sich kann man schon kritisieren, indem man sagt, dass sie sich überhaupt eingemischt haben und daraus so eine große Krise erstmal gemacht haben, war der eigentliche Fehler. Ja. Das